nach zuletzt nur einem Punkt und null Toren aus den beiden vorangegangenen Partien reisten die Stuttgarter Kickers am 29. Spieltag der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg zum Spitzenspiel zum Tabellendritten SGV Freiberg am Neckar ins Stadion auf dem Wasen. Kickers-Trainer Tobias Flitsch änderte die Startelf nicht nur personell, sondern auch taktisch. In einer Mittelfeldraute spielten Lukas Kling, Nico Blank, Petro Astrei und Leander Voschatzer. Den Angriff bildeten heute Sebastian Schaller und Miljo Tomic. Schmerzlich für alle Kickers-Fans noch das Hinspiel. Das ging nämlich im Gazi-Stadion auf der Waldau mit 2:4 verloren. Die Kickers bekamen heute allerdings die erste Möglichkeit. Langer Einwurf von Ludmann, Tunic Kopfballsieger, auch Blank Kopfballsieger, Astrei völlig frei am Tor vorbei. In der 11. Minute Freistoß für die Kickers durch Klaus. Der Ball wird immer länger und Tunic verpasst am langen Pfosten. Nach einer Ecke der Blauen dann weiter Abwurf von Brommer. Da wird der Goalgetter Marcel Söckler geschickt. Söckler völlig frei. Mega Parade von Castellucci. Im Stile eines Handballtorwarts verhindert er das 1:0. Dann aber wieder die Kickers mit Einwurf Ludmann. Wieder auf Tunic. Voschatzer. Da fehlte nicht viel zur Führung der Blau. Wieder dann die Gäste mit Voschatzer. Der schickt auf der linken Seite Klaus, der mit der Flanke Tunic per Kopf vorbei. Nur 60 Sekunden später. Einwurf von Ludmann auf Tunic. Voschatzer erst artistisch und Brommer mit einer Glanzparade im Tor der SGV. Wieder die Blauen mit Ludmann. Flanke in den Strafraum, Tunic, Astrei zum zweiten Mal völlig frei und wieder zielt er eine Etage zu. Sehr windig war es heute in Freiberg, wie wir hier sehen können, aber kein Problem letztendlich für Brommer im Tor der SGV. Große Gefahr dann aber in der 45. Minute für das Gastgebertor. Da ist es Klaus, der ist nicht vom Ball zu trennen. Kling versucht es nochmal, schickt Niedermann nach links außen. Er kann sich von seinem Gegenspieler befreien. Immer noch Niedermann und Schaller. Und da ist es Fausel, der klärt auf der Linie. 0:0 dann der Halbzeitstand, äußerst schmeichelhaft für den Gastgeber. Die kamen aber dann in der zweiten Halbzeit mit Muslukai, doch der schießt über das Tor. Dann aber auf der Gegenseite, die Kickers, langer Ball von Astrei und Zakaria klärt in höchster Not vor Voschatzer zur Ecke. Kurz danach wieder ein langer Ball von Astrei, da ist Tunic und da fehlte nicht viel für die Kickers. Wiederum nur 2 Minuten später, Ludmann, schlechter Ball, aber erneuter Ballgewinn von Kling. Der schickt Miljo Tunic auf die rechte Außenbahn. Der mit der Flanke abgefälscht. Blank schaltet am schnellsten. Voschatzer, Tor für die Kickers. Die verdiente Führung. Das 0:1 in der 55. Spielminute. Leander Voschatzer nach toller Vorarbeit von Nico Blank macht mit seinem dritten Saisontor das 0:1. Uneigennützig hier von Blank. Und Voschatzer schiebt ein, lässt sich von seinen Fans nach der Führung fallen. Die Kickers bleiben am Drücker. Schaller auf Tunic. Der wird aber entscheidend von Zakaria gestört. Und Voschatzer verpasst dann auch noch seine zweite Möglichkeit. Wieder die Kickers und dann ist es Nico Blank, der wird von den Beinen geholt von Marcel Söckler. Der Schiedsrichter zeigt sofort an, Foulelfmeter für die Blauen. Der Goalgetter, Miljo Tunic tritt an, der Torwart fällt früh und was macht Tunic? Der schießt weit über das Tor, es bleibt beim 0:1 nach 65 Minuten. Die Kickers aber nicht geschockt mit einer Möglichkeit, aber Astrei köpft über das Gehäuse. Die Kickers dann
in der Schlussphase mit einer Kontermöglichkeit über Tunjic. Immer noch Mijo Tunjic, der Schlenzer geht am Tor vorbei. Nach einem Eckball für Freiburg und 93,5 Minuten Spielzeit war die Begegnung dann zu Ende. Die Kickers gewinnen also unter frenetischem Jubel des eigenen Anhangs mit 0:1 das Spitzenspiel bei der SGV Freiburg am Neckar und haben somit die Pole Position im Kampf um Rang 1 vorerst verteidigt. Bereits am kommenden Mittwoch geht's weiter um 14 Uhr im Heimspiel gegen den FV Ravensburg.